5 Geldprinzipien, die dich garantiert reich machen werden. In diesem Video werde ich dir diese Dinge mitgeben. Und wenn du die umsetzt, kann ich dir versprechen, dass du langfristig auf jeden Fall Vermögen aufbaust. Das ist kein schnell reich werde Versprechen oder sonstiges. Das ist auch immer unseriös. Aber wenn du diese Prinzipien verinnerlichst, ja, und auch bei dir überprüfst, hey, sind diese Sachen vielleicht wirklich so, wie ich sie jetzt erkläre, und vielleicht auch nur 10%, 20% verbesserst, dann wirst du auf jeden Fall langfristig viel mehr Vermögen haben. Wir fangen an mit der allerersten Sache, und die ist schon sehr kontrovers. Das ist der Punkt, die Liebe zum Geld. Ja, und wenn das Thema Geld und Liebe irgendwie in einem Wort schon oder in einem Satz fällt, dann zucken vielleicht viele Leute zusammen und sagen, hey, wie kann das denn sein? Geld ist schmutzig, Geld stinkt, ja, und da fängt es auch schon an. Reiche Menschen, die mögen Geld, ja, die sagen auch ganz klar, hey, Geld ist was Schönes, ich mag Geld, ich liebe Geld. Warum? Weil sie eben für sich erkannt haben, dass das Geld eigentlich erstmal neutral ist und man selber die Wahl hat, gebe ich dem Geld positive Macht oder negative Macht. Weil du kannst halt Geld einsetzen für schlechte Dinge, ja. Ja, auch sehr viele Sachen, die auf der Welt halt schief laufen, die werden durch Geld befeuert. Aber auch auf der anderen Seite kannst du mit sehr viel Geld auch sehr viel Gutes machen. So, kann jetzt das Geld etwas dafür, dass wir Menschen es für schlechte Sachen einsetzen, dass wir Menschen es für gute Sachen einsetzen? Nein, die Verantwortung liegt halt bei uns Menschen. Deswegen ist Geld halt erstmal neutral und du kannst halt selber bestimmen, was es für dich ist. Deswegen schreib dir auch gerne mal die Frage auf, was bedeutet Geld für dich? Na, wie siehst du das? Was sind deine Gedanken? Was kommt dir direkt in den Kopf rein? Ist es super positiv, super negativ? Ist es eher neutral? Was mich ja damals dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ja, ich mag Geld, ist halt einfach, dass ich gesehen habe, erstens bedeutet Geld für mich, dass es mir mehr Zeit gibt. Die meisten Leute, die arbeiten für Geld, ja, haben aber keine Zeit zum Leben, und das ist halt so ein Hamsterrad, kann man fast sagen, was dann bis 60, 65, sogar noch länger dann geht, dass bis die Regierung, der Staat dann sagt, weißt du was, jetzt kriegst du vielleicht noch eine Rente, dass du gerade so leben kannst. Ja, und wir wissen alle, ja, die meisten Menschen werden nicht 80, 90 Jahre alt. Viele sterben halt viel, viel früher. Deswegen muss man auch irgendwo gucken, wann lebt man. Deswegen ist das ein wichtiger Faktor für mich. Mehr Geld bedeutet für mich auch mehr Zeit langfristig, wenn das Geld auch gut für mich arbeitet. Ja, dann kann ich mit Geld freudige Momente schaffen. Ich kann schön reisen. Ich kann Menschen helfen, ich kann Dinge bewegen. Also mir fällt nichts Negatives ein, wenn ich jetzt, sage ich mal, doppelt so viel Geld hätte wie heute. Mir fällt nichts Negatives ein, ja, bis auf das man sagen könnte, gut, du musst ein paar mehr Steuern zahlen. Fällt mir nichts dazu ein, wo ich sage, oh, das wäre aber dann da ein Problem oder man müsste dann da schauen, was man macht und so weiter und so fort. Das heißt, halt mir fest, die Liebe zum Geld, die Beziehung zu deinem, was du über Geld denkst, ist extrem wichtig. Dann das nächste Prinzip ist, dass reiche Menschen immer in Prozenten denken und auch, egal wie viel sie verdienen, immer einen Prozentsatz davon weglegen. Ich meine, du weißt wahrscheinlich selbst, dass du nur reich werden kannst, wenn du ja das, was du verdienst, nicht alles wieder ausgibst, ja, oder sogar mehr ausgibst. Das ist klar, aber was mir zum Beispiel auch immer leicht fällt, dass man halt einfach ganz klar festlegt, von dem Geld, was reinkommt, wie viel Prozent davon wird investiert? Wie viel Prozent geht davon einfach nur aufs Sparbuch? Wie viel Prozent geht davon in Nahrung, in Konsum, ja, in Restaurantbesuche und so weiter und so fort? Und gerade dann, wenn du ein fixes Gehalt hast oder wenn du selbstständig bist, eine fixe, vielleicht variierende Geldsumme hast, kannst du das sehr, sehr gut machen, dass du prozentual einfach deine Dinge aufteilst. Und die meisten Leute haben kein Problem, Spaß, Urlaube, Konsum, ja, irgendwie mit reinzunehmen, sondern halt dieses vielleicht Altersvorsorge, Investment weglegen. Das ist, wo viele Leute einfach keine prozentualen Regeln haben. Und wenn sie halt Geld auf ihr Konto kriegen, wird es ausgegeben. Und wenn dann am Ende des Monats etwas übrig bleibt, dann wird geschaut, was könnte ich damit machen? Und in den meisten Fällen stapelt sich dann, wenn, was auf dem Sparbuch, was auch ein Problem ist. Aber da kommen wir später nochmal zu. Das heißt, wichtig ist, lege dir prozentuale Regeln fest, wie viel du sparst, wie viel für deine Hobbys weggeht, sodass du halt auch, komme was wolle, immer von jedem Tausender beispielsweise, der auf dein Konto eingeht, immer einen kleinen Teil weglegst für später, für Investments und auch, ich sag mal, für die Sachen, die auch dein Vermögen wirklich zum Wachsen bringen. Weil du kannst Gehaltserhöhungen bekommen, du kannst als Selbstständiger, als Unternehmer Fortschritte machen. Wenn du immer dein Geld immer wieder nur mehr ausgibst, dein Lifestyle erhöhst und keine fixen Prozente hast, was zum Beispiel das Thema Investieren angeht, dann wirst du halt zwar einen schöneren Lifestyle haben, aber wenn dann irgendwie mal was schief läuft, du kannst deinen Job immer verlieren, dein Unternehmen kann irgendwie ins Wanken geraten, na, dann ist es halt einfach so, dass das ein Problem ist. Deswegen denke immer in Prozenten. Dann Prinzip Nummer 3, verstecke Geld vor dir. Na, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kennst du es auch, desto mehr Geld du auf dem Konto hast, desto eher machst du auch mal spontane Käufe.
auf desto dümmere Ideen kommst du vielleicht auch finanziell. Deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, hey, ich weiß, dass ich jemand bin, der auch gerne mal Sachen verkonsumiert oder Spaß am Leben hat. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber in der Kombination, dass ich weiß, hey, es gibt halt feste Prozentsätze, habe ich mir halt immer gesagt, okay, ich lasse beispielsweise niemals eine gesamte Summe auf meinem Girokonto liegen. Mein Girokonto ist immer wirklich, kann mich jetzt gerne mal einloggen, da kann ich es auch vielleicht mal zeigen, weil es gibt immer wieder Leute, die dann denken so, ja komm, hier jetzt jemand auf YouTube, der erzählt dir dann irgendwas. Wir gehen jetzt mal auf mein normales Girokonto drauf. Ich muss nur mal die IBAN hier wegmachen, dass man die nicht sieht. Ich denke, man sieht halt diesen Betrag. Ich mache vielleicht mal einen Screenshot, dass es nicht wegrutscht. Ich zoome das mal ran. Ich mache die IBAN mal weg. So, ihr seht, das sind jetzt 18 Euro. Ja, wir sind jetzt aber auch schon Ende des Monats. Das heißt, auf dem laufenden Konto, da geht dann sowas ab wie Strom, Miete, die ein oder anderen Tankkosten, Essenskosten und so weiter und so fort. Da ist wirklich nicht so viel drauf. Dann habe ich hier noch ein privates Sparbuch. Da sind ein paar tausend Euro drauf. Aber es ist nicht viel Geld da, ja, was jetzt irgendwie so da ist. Ich kann euch das auch mal zeigen. Ich hoffe, man sieht das hier zum Beispiel Sparkonto, da sind jetzt 15.000 Euro drauf. Das wird dann meistens aber auch ganz schnell wieder investiert. Ich häufe also nicht irgendwie Unsummen an Geld an. Ja, es gibt viele Leute, die haben, also die sparen, die haben halt das drauf, dass grundsätzlich ein bisschen Geld beiseite gelegt wird. Und dann häufen sich vielleicht 20.000 Euro an, 50.000, ja, irgendwann vielleicht sogar 80 oder 100.000 Euro. Aber es wird nichts damit gemacht, es liegt einfach rum. Und dann kommt man oft auf Ideen, wie man das Geld ausgeben kann. Das kann sein, dass man sinnlos irgendwas im Haus renoviert. Das kann sein, dass man sagt, oh komm, wir fahren nochmal. Also dass man einfach von diesem Geld dann halt alles wieder ausgibt, weil man ja sich eh sagt, ach, auf der Bank bringt es nichts. Deswegen muss man halt diese Kombination aus beidem machen, dass man auf der einen Seite natürlich super schönes Leben hat, auf der anderen Seite auch Geld weglegt, auch für später. Dann nächster Punkt, investiere dein Geld in Assets. Und das hängt auch mit dem letzten Punkt irgendwo zusammen, dass man halt natürlich das Geld nicht verstecken soll in dem Sinne, dass man sich verbuddelt im Garten, sondern dass man es halt in sinnvolle Sachen reinsteckt, wie beispielsweise Aktien, vielleicht Rohstoffe, vermietete Immobilien, was auch immer. Ich bin zum Beispiel auch im Bereich Luxusuhren aktiv. Ja, da beispielsweise diese Uhr, die kostet jetzt ungefähr 15.000 oder 16.000 Euro. Ja, das Geld ist da quasi drin gefangen. Ja, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt hier dieses eine Glied, ja, und verkaufe das jetzt. Das macht keinen Sinn. Deswegen ist das auch immer so eine Art von Geld verstecken, obwohl ich Spaß dran habe. Ja, aber es kann wirklich hauptsächlich auch etwas sein, was auch Rendite bringt, weil das ist jetzt kein Investment an sich, sondern es bindet nur dein Geld. Das heißt, das ist auch eher Spaß, der mich jetzt nicht viel kostet, weil es halt relativ wertstabil ist, zum Beispiel bei Rolex-Uhren oder so. Aber wo ich das meiste von meinem Geld investiert habe, ist tatsächlich der Aktienmarkt. Ja, das ist für mich das oder die Assets, ja, Aktien, weil man halt geringe Einstiegshürden hat, man kann sehr schön sein Geld streuen, man hat halt nicht so eine Verbindlichkeit und eine Riesenschuld wie bei einer Immobilie am Hals. Man kann halt so sein Vermögen schön aufbauen. Ja, und das ist halt wichtig, wenn man beobachtet, wie reiche Menschen unterwegs sind, dann wirst du selten Millionen rumliegen sehen. Ja, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ebenfalls auch in einer finanziell guten Situation sind. Die haben alle nicht so hohe, unnötige Liquiditäten, weil sie investieren das Geld lieber in Projekte, in Aktien, in Sachen, wo auch mehr aus diesem Geld werden kann. Ja, das ist halt wichtig, dass du das auch für dich umsetzt und nicht denkst, dass du halt über die Jahre durch Sparen einfach nur reich wirst. Dann letzter Punkt ist tatsächlich auch maßgeblich unterschätzt und das ist dein Netzwerk. Heute könntest du mir alles wegnehmen, mein ganzes Geld, meine ganzen Besitztümer und ich würde genau wissen, wie ich das, was ich in den letzten 10 Jahren erreicht habe, wahrscheinlich innerhalb von 2 Jahren, innerhalb von 3 Jahren wieder schaffen würde. Warum? Weil ich jetzt ein riesen Netzwerk habe, natürlich auch Wissen, aber Netzwerk ist ein riesen Ding, dass man sich mit Leuten connecten kann, die einen erstmal auch hochziehen, ja. Und du bekommst halt auch ganz andere Informationen, wenn du in anderen Kreisen unterwegs bist. Auch für dein Mindset ist das super wichtig, wenn du beispielsweise, du bist jetzt vom Vermögen her bei 50.000 Euro und du bist jetzt mit Leuten unterwegs, die haben ein Durchschnittsvermögen von 1, 2 Millionen Euro, dann wirst du automatisch, ob du es willst oder nicht, ob du bewusst darauf achtest oder nicht, wirst du bei Gesprächen, wird dein Unterbewusstsein sich eher in diese Richtung bewegen, weil du auch sagst, hey, guck mal, meine Kumpels, die sind ja so viel weiter als ich, warum sollte ich das nicht schaffen? Ja, wir sind doch alles nur Menschen, wir haben relativ gleiche Voraussetzungen. Deswegen, also wenn es jetzt kein Erbe oder Lottogewinn ist, ist das für dich auch möglich. Das heißt, dein Unterbewusstsein fängt mehr und mehr an zu glauben, dass es normal ist, 1 Million, 2 Millionen, was auch immer, jetzt in diesem Beispiel zu besitzen. Und du stellst dir irgendwann andere Fragen. Hey, wie kann ich auch finanziell in diese Richtung gehen? Was könnte ich ändern, um halt auch finanziell erfolgreich zu werden oder finanziell erfolgreicher zu werden? Das heißt, das Netzwerk ist dahingehend, was das Mindset angeht, super wichtig. Und dann auf der anderen Seite auch super wichtig, dass du Leute hast, mit denen du auch mal aus dieser komfortablen Situation
rauskommst, wo die meisten Leute sind. Ja, dass man halt auch einfach weiß, alles klar, man kann sich mit den Leuten über andere Dinge unterhalten, ja, wo man jetzt vielleicht, wenn man sich an einen normalen Tisch setzt, in der Allgemeinheit, ja, da kann man leider nicht über Aktien, Investments, Ziele im Leben sprechen, da ist man so komisch. Jeder, der sich mal irgendwie mit Aktien beschäftigt hat und dann auf dem Familienfest so das mal ansprechen wollte, der weiß, was ich meine. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal erlebt habt. Deswegen, ich empfehle nicht, wie viele Leute auch immer sagen, so cutte dein ganzes Netzwerk, du musst nur noch irgendwie mit krass reichen Leuten unterwegs sein, darum geht es sich nicht. Das ist auch nicht mein Kriterium, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, ob dieserjenige viel Geld hat, sondern ich für mich sage, hey, also ich möchte in meinem Freundeskreis von allem was dabei haben, grundsätzlich aber auch ein starkes Netzwerk haben, was mich hochzieht. Nummer eins Kriterium, wo ich halt Freundschaften beispielsweise abbreche, ist, wenn es mir Energie zieht über eine lange Zeit. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich mit dem Thema Aktien angefangen habe, da gab es halt Leute, die haben jedes Mal negativ darüber gesprochen. Warum machst du das? Warum machst du dies? Warum willst du im Leben weiterkommen? Habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Auf Wiedersehen, ja, schau mir zu, wie ich erfolgreich werde und bleib halt am selben Punkt. Lass mich in Ruhe, weil Leute, die einen Energie ziehen und selber so ein bisschen draufdrücken, dich unten haben wollen, das sind auch keine Freunde. Und ja, das sind die 5 Grundprinzipien. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, wie du das Video gefunden hast. Wenn du selbst beim Thema Investieren in Aktien dann Unterstützung haben willst, dann schau doch mal gerne auf meiner Webseite vorbei. Wir sehen uns. Bis dann, dein Maxim Rode.